Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Trash-Paket-Unboxing für dich und zwar habe ich mit der Queen of the Trash-Pakete ein Trash-Paket gemacht und zwar mein erstes blindes Trash-Paket, also ich weiß überhaupt nicht, was drin ist. Und zwar habe ich mit der lieben Miss Curly Jen ein Trash-Paket gemacht, was sich nun hier in meinen Händen befindet. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genießt die Show und viel Spaß mit dem Video. Also Jenny hat auf jeden Fall schon mal richtig geil Sticker und sowas draufgeklebt. Das sieht echt schön aus. Gefällt mir richtig gut. Also auch dieser Traumfänger und so mag ich gerne leiden. Und jetzt gucken wir mal, was drin ist. Also es ist groß, es ist schwer. Ich bin wirklich gespannt. Wenn du wissen willst, was ich ihr geschickt habe, dann schau auf ihrem Kanal vorbei. Verlinke ich die unten in der Infobox. Und ich glaube auch hier irgendwo mal im i kann ich das mal reinpacken, ne? So, machen wir mal auf. Ich sehe das immer wieder bei Jenny, ne? Dass sie da so oft Trash-Pakete hat. Und ja, deswegen hatte ich sie dann mal angeschrieben und gefragt, hey, hast du nicht mal Lust, mit mir auch zusammen eins zu machen? Ja, hatte sie. Mega. Das hat mich sehr gefreut. Und wir haben gesagt, wir machen einfach random 60 verschiedene Teile rein. Egal ob High-End oder Drogerie oder sonst irgendwas. Ob Beauty, also dekorative Kosmetik oder Pflege. Schied was drauf, einfach rein damit. Und dann gucken wir einfach mal, ob man das selber verwenden kann oder ob man es entsprechend weitergibt. Da haben wir ja beide die Möglichkeit zu. Gucken wir mal. Ich bin auch so gespannt, Jenny, was du dazu sagst, was ich dir geschickt habe. Ja, mal gucken. So. Oi, 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 oi. Das sieht doch schon mal bunt aus hier drin, wa? Mit den ganzen Maisdingern und oh Gott. Hier kommt ein Duft raus und hier haben wir diese Maisbobbles. Das ist immer sehr gut zum Verpacken. Und hier haben wir doch als allererstes mal ein Kärtchen. Liebe Claudia, ich hoffe, es ist das ein oder andere für dich dabei. Ansonsten freuen sich deine Mädels eventuell. Ja, danke für den Tausch. Kussi, Jenny. PS, bleib wie du bist. Danke, liebe Jenny. Bleib du auch wie du bist. So, das passt übrigens farblich voll zum Hintergrund. Voll gut. So, und jetzt gucken wir jetzt einfach mal so ein bisschen durch. Als erstes habe ich hier Nagelschmuck. Und der wird weiter wandern zu meiner Nagelfee. Die wird sich drüber freuen. Das finde ich cool. Das gefällt mir. Ja, das sind so Perlen, die man halt entsprechend auf die Nägel kleben kann, ne? Dann hat sie mir mit reingepackt von Revolution eine Ultra-Kontur-Palette. Da bin ich ja gespannt drauf, was da drin ist. Wahrscheinlich Contouring-Produkte. Das sind alles Pudertexturen. Da bin ich ja wirklich mal gespannt. Das muss ich mal austesten. Da hast du Highlighter, da hast du Contour, da hast du Banana-Powder, da hast du rosafarbenes Powder. Ja, wird getestet. Das finde ich cool. Echt geil. Fängt gut an. Ja, damit machst du mich auch glücklich. Fibercare Dry Sheet Nanofiber Mask. Moisturize and Rejuvenate. Das ist mit Vitamin C, E, Hyaluronsäure. Und da ist eine Maske drin. Und das soll trocken aufgetragen werden. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Die hier wird weiter wandern, weil ich die, will ich die auch testen? Weiß ich nicht. Ich hatte die schon mal, aber ich finde, solche Lippenmasken machen nicht jetzt so ultra viel Effekt. Aber ich kann sie austesten. Ach, warum nicht? Ich habe sie schon mal getestet, habe da jetzt nicht so den Ultra-Effekt gehabt, aber ich kann sie ja verwenden. Die kenne ich, die ist von Action. Masken gehen immer. Dann hat sie mir ein Pröbchen mit beigepackt von dem Beauty Balm von Veleda. Und hier ist irgendwie eine ganz anhängliche Fliege, die sich hier so bei mir einnisten möchte. Das wird auch weiter wandern. Ich habe den Beauty Balm ja schon mal in groß gehabt und das ist nicht meine Farbe gewesen. Wobei das hier ist jetzt... Nee, Nude hatte ich auch. Genau, Nude. Nee, das wird weiter wandern. Und dann, ja. Darauf hatte ich auch so ein bisschen spekuliert. Ne? Das hatte sie auch mal in einem Video gezeigt. Beauty Bits Compressed Face Masks. Und da sind 25 Masken drin und das wird mal getestet. Also die ein oder andere davon. Ich weiß nicht, ob ich alle davon verwenden werde. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Add your favorite mal. Ach so, guck mal. Du machst da einfach irgendeine Creme oder sowas drauf und dann entfaltet sich das so wie bei diesen kleinen Mini-Handtüchern. Dann machst du Wasser drauf und dann werden die groß, ne? So ist die. Ach, guck mal. Und da kannst du einfach, das sind einfach ganz kleine Masken und dann ist das Serum da drauf und dann kannst du es, das ist cool. Das wird verwendet und ich glaube, das kommt vom TK Maxx. Denn das Preisschild sieht so aus wie von TK Maxx. Ja, sehr geil. Testen.
Dann hat sie noch eine Probe von Biotherm beigelegt. Von Yves Rocher Quelque Note d'Amour Le Coeur. Eine Body Lotion. Ja, ne? Das ist ein kleines Tüpchen, was in 1-2 Tagen garantiert bei mir aufgebraucht sein wird. Riecht gut. Das mag ich wohl leiden, ja. Das ist eine schöne Größe fürs Testen. Das gefällt mir. Dankeschön. Ich bin ein Bodycream-Fan. Ich bin da echt eskalativ unterwegs. Von Art Deco hat sie mir was beigelegt. Und zwar Glam Vintage, ein Highlighter. Sehr schön. Highlighter sind immer gern gesehen bei mir. Oh, wow. Der ist rosa und lila. Okay. Ja, das muss mal getestet werden, ne? Es sind 3 verschiedene Farben. Oh, das sah noch sehr unbenutzt übrigens aus. Wow, lila Highlighter, ne? Das kann man eher als Lidschatten verwenden, ne? Also der in der Mitte wäre vielleicht was, aber nee, also der wird auch weiter wandern. Auch wenn der irgendwie cool aussieht, aber der wandert weiter. So, von Max Factor Smoky Eye Effect Lidschatten, Creme-Lidschatten ist das. Und das sind 2 in einem. Da muss ich gucken, ob die bei mir halten. Das wäre ja was total easy peasy Einfaches für den Alltag, dass man sich das aufträgt. Also ich hoffe, dass die nicht in die Falten rutschen, also in die Lidfalte. Aber ansonsten, ne, wenn du die aufträgst und einfach verblendest, dann wäre es total super für einen einfachen Look. Eine elektronische Wimpernzange von Touch Beauty, die kenne ich. Sowas hatte ich schon mal mir aus dem Asia-Shop bestellt. Ich persönlich brauche keine Wimpernzange eigentlich, aber ich kann es ja mal testen. Die kenne ich ja noch gar nicht. Guck mal, die. Also normalerweise kenne ich nur das Ding, aber hier geht das auch noch mit hoch. Das wird getestet, das ist ja cool. Sind da Batterien drin? Ja. Wird getestet, danke. So. Pretty Rose Hearts von Triacle Moon. Das ist eine Körpermilch. Ja, ne? Die geht immer. Die wird auch getestet. Von Instain Long Wearing Powder Blush. Ein Blush. Der ist ja auch cool. Von The Balm. Hallo. Wow. Wenn das mal nicht pink ist, ne? Das ist krass. Wow. Das ist heftig. Ein Blush? Wow. Ja, muss ich testen, ne? Den muss man sehr dezent auftragen. Dann leuchtest du echt im Dunkeln mit. Hui. Hui, hui, hui. Ja, Nagellacke hat sie mir auch welche mit beigelegt. Einmal, witzig, von Edding. Lack in der Farbe irgendwas, ja, Cocktail Cherry. Den werde ich mal austesten. Der sieht gut aus. Der gefällt mir. Dann ein Dramatic Chromatic Eyeshadow Pigment. Ja, Pigmente benutze ich nicht. Das ist von NYX oder von NYX. Das wird weiter wandern, weil ich komme mit Pigmenten einfach nicht klar. Auch das wird weiter wandern, denn Monolidschatten mag ich nicht. Nee, das ist Lip Powder. Oh Gott, nie. Sowas benutze ich auch nicht. Von Essence My Must Haves 04 Set the Stage. Das wird weiter wandern. Auch das wird weiter wandern. Von Wald 7, die Duschbombe. Melone mit geiler Duft. Richtig geiler Duft. Aber ich hatte die schon mal von Wald 7 ausgetestet. Und ich finde, dass da einfach nichts kommt. Na, ich werde es heute Abend mal unter die Dusche geben. Vielleicht kommt da mehr. Aber es riecht gut. Oh. Oh. Ja, heute Abend testen wir das. Und das ist ja eine geile Farbe. Sally Hansen Complete Salon Manicure. Geile Farbe. Geile Farbe. Das ist eine geile Farbe, um es nochmal zu sagen. Mojito. Ja, ich glaube, den mache ich mir ernsthaft auch heute Abend mal auf die Nägel. Ja, heute Abend wird ein schöner Abend. Da wird viel getestet, ich sag euch das. Also das, ich lege mir das schon mal zur Seite. Die Lippenmaske, die Maske, den Nagellack drauf machen, die Duschbombe unter der Dusche verwenden. Wo lege ich denn das hin? Das lege ich hier oben. Essence Highlighter Stick. Hip Girls Blue Jeans. Wear Blue Jeans. Okay, das ist so eine LE gewesen. Highlighter Stick. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh. Oh. Du traust mir Dinge zu. Oh Gott, der ist... Oh Gott. An und für sich nicht schlecht, ne? Aber ich bin kein Fan von Highlighter Sticks.
ich komme damit nicht klar. Also du kannst sowas nicht über der Foundation auftragen, weil dir das die Foundation wahrscheinlich runterziehen wird. Und unter der Foundation wird es verschwinden, wenn man die Foundation drüber gibt. Deswegen wandert der weiter. Das ist eine Logik. So, von Yoko ein Blush. Yoko Make-up kenne ich nicht. Das scheint irgendwas Russisches zu sein. Wie gehst du auf? So. Das ist aber zu braun für mich. So braun bin ich nicht. Nee. Nee, das ist schimmert schön, ne? Aber das ist... Nee, das mag ich nicht. Das ist so ähnlich wie der Blush von Thies. Das heißt, nichts für mich. Eine Lippenpflege kann man immer gut gebrauchen. Mit Waldmeisterduft. Ich liebe Waldmeister. Das ist richtig klasse. Ja, lovely. Kiss me. Das, ja, wird bei mir einziehen. Danke. Von Aveo. Ein Duschschaum mit Erdbeerduft. Nom, ja, als Rasierschaum geeignet, aber kannst auch als ganz normalen Duschschaum verwenden. Sowas mag ich. Dankeschön. Duschschaum mag ich. Erdbeerduft mag ich. Da bist du bei mir gut dabei. Den habe ich schon. Der wird weiter wandern, weil ich den auch nicht so oft verwende. Von Essence den Angled Lip Brush. Den verwende ich gerne für Inner Corner Highlight, um das zu setzen. Aber der wird weiter wandern. Generation 2, Eye Lip Liner, Pencil, Smoother, More Even, Effortless Application. Okay, ja, das ist so ein ganz normaler Lip Liner, aber Lip Liner verwende ich jetzt nicht so häufig, als dass ich noch einen weiteren in meiner Sammlung bräuchte. Das ist der Swatch hier, also ist schön, ne? Sieht ganz nice aus, fühlt sich auch sehr weich an, aber ich habe einige da. Der wird auch weiter wandern, da freuen sich andere mehr drüber als ich. Den hatte ich auch schon ein paar Mal, Natural Beauty von Essence, dieser Lippenstift hier. Ist ganz schön. Also sowas hält auch ganz gut. Aber so eine Farben habe ich zuhauf. Ne? Das sind halt so ganz normale Nude-Farben. Ist ganz nett. Aber ja, ne? Solche Farben besitze ich. Das brauche ich so jetzt nicht noch. Aber es wandert weiter. Ist nicht schlimm. Das ist vollkommen in Ordnung. Von Catrice Radiant Glow Mist. Ja, das wird verwendet. Das ist cool. Shake well, weil hier unten ist Glitter. Ich hoffe, dass es nicht allzu glitterig ist. Hui, das sind aber mega viele Glitzerpartikel. Das wird verwendet. Da glitzerst du extrem. Sieht das nicht schön aus? Sieht man das? Ich hoffe, man sieht das voll gut. Danke. Max & More, ein Monolidschatten. Ja, auch der wird weiter wandern. Monolidschatten mag ich nicht so gerne. Also, ich besitze gar keine Monolidschatten, deswegen weg damit. Nivea, ach cool. Nivea Beauté in Aubergine. Nivea Lippenstift. Gott, wie lange hat Nivea keine Produkte mehr auf dem Markt? Keine Beauty-Produkte mehr, ne? Ja, aber der riecht ganz gut. So eine Farbe habe ich bestimmt schon mal da, aber ich muss den erst testen. Ich finde die Farbe aber schön. Oh ja, das ist voll meins, ne? Auf sowas stehe ich ja total. Und ja, der wird getestet. Noch ein My Must Have Eyeshadow von, oder ein My Must Have, das ist Mermaid at Heart. Auch der wandert weiter. Aber ich habe noch so Leerpaletten, die kann ich jetzt damit bestücken und entsprechend weitergeben. Das ist auch toll, ne? Warum schüttel ich das? Weil es eine flüssige Sache ist. Ein Schimmerfluid von Alverde, das wird auch erstmal ausgetestet. Ja, Aloe Vera Saft einfach aufs Gesicht geben und dann schimmert das Gesicht. Da bin ich mal gespannt, wie das dann funktioniert, ne? Das ist mit einer Pipette. Ich kann mir vorstellen, dass es so als Primer ganz schön ist, dass du quasi so eine Glow Base hast. Wird getestet. Ein Kajalpencil von Essence. Da habe ich jetzt gerade erst einen mega schönen Königsblauen von Dr. Pierre Rico bekommen. Das heißt, der wird auch weiter wandern, sonst hätte ich den behalten. In der Farbe 26 Beach Bum ist das, glaube ich, wenn ich das hier richtig lese. Mega schön, ne? Also ich finde das klasse. Und der sieht auch gut aus. Das ist ein Stift. Ja, ne? Ist total schön, aber der wandert weiter, weil ich habe jetzt gerade erst einen neuen bei mir in die Sammlung bekommen. Ne? Von Essence ist das, genau, in dieser OB-Verpackung. Jedenfalls finde ich, sieht das so aus. 03 Candy Heart ist die Farbe. Ich finde, dass diese Arten von Lippenstiften bei mir aussehen, man sieht sie einfach nicht, ne? Also den hast du auch wirklich kaum benutzt, das sieht man. Ja, das ist wie ein Lippenbalsam. Da hast du nur einen ganz leichten Glanz auf den Lippen. Das ist der unterste Swatch. Da siehst du ja nichts von. Nur einen leichten Glitterglow. Ist mir zu wenig, wandert weiter. Von Catrice, eine Blush Artist Shading Palette. Das ist super, die wird bleiben. Die werde ich austesten. Vielen, vielen Dank. Das ist die Farbe 010 Bronze Klar. Ja. Ich glaube, den habe ich auch reingepackt. Okay, von Catrice Light Correctum Serum Primer in der Farbe Candlelight oder Candlelight, ich weiß es nicht. Ich glaube, genau den habe ich hier auch reingepackt. Witzig. So kommt es zu mir zurück.
Gedankenübertragung. Okay. Von Balea eine BB-Cream, ein Blemish-Balm, schützt und verwöhnt deine Haut rundum und bringt sie zum Strahlen. Okay, den habe ich ja noch nie gesehen. Das wird erstmal getestet. Ja, der riecht süß. Oh, das riecht angenehm. Oh, das, oh, da ist ein Highlighter, da kann ich das nicht. Oh Gott. Ja, ich. Oh, der ist aber sehr ergiebig. Mhm, ist schon dunkel. Ne? Also es dunkelt meinen Arm gerade echt ab. Aber es könnte was werden. Hm, wird getestet. Noch ein Nagellack und zwar von P2 Color Victim Nail Polish in der Farbe 660 Pink It Up. Der sieht auch gut aus, der wird auch getestet. Es ist sehr ähnlich, ne? Der eine ist Lachs, der andere ist Pink, aber die werden getestet. Von Esprit Best of Style with Silk Extract. Ja, sowas mag ich nicht so gerne auf meinen Nägeln, deswegen wandert der auch weiter. Ich mag einfach entweder wirklich so komplett nur Pearl auf den Nägeln oder halt so richtig knallige Farben. Und das ist mir zu braun. Das ist gut. Nein, das kenne ich nicht. Ein Fußpeeling. Oh Gott. Ja. Hm. Nee, ein Fußpeeling brauche ich nicht. Von Balea. Für meine Füße verwende ich unter der Dusche einfach ganz normal. Das ist ein normales Peeling, was ich habe. Das heißt, es wandert auch weiter. Von P2. Full Color Lipstick. Aha. P2. Welche Farbe ist das? Voice Your Opinion 070. Sieht schon mal schön aus. Wow, das ist mal eine Farbe. Das ist mal eine Farbe. Der wird auch getestet, ja. Isana Duschlotion Buttermilk and Cream. Die wird weiter wandern, weil mit Limone, das mag ich gar nicht. Ich bin ja kein Fan von diesen ganzen zitrischen Düften. Das ist aber nicht schlimm. Da freuen sich meine Freundinnen, dass dann auch wieder etwas Pflege weiter wandern darf. Von Dr. Scheller, Arganöl und Amaranth, eine Antifaltenpflege für die Nacht, Arganöl und Amaranth. Ja, ne? Das ist so ein kleines Pröbchen. No Old Bags Allowed, ein Augengel, das wird auch weiter wandern, denn ich habe ja mein Klinik-Augending, ne? Das brauche ich dann nicht. Von Maybelline, Diamond Glow. Bei iStudio. Okay, das sind so Blautöne. Da habe ich genug in irgendwelchen anderen Paletten drin. Aber ich weiß nicht. Ich mag eigentlich nicht solche kleinen Palettchen. Ne? Da bin ich immer so, greife ich eher weniger zu, weil man dann halt direkt festgelegt ist, welchen Look man damit zu schminken hat. Und das finde ich doof. Ich mag das lieber, dass ich mich dann so austoben kann. Und einen rein blau-grauen Look zu schminken, da sehe ich mich nicht. Da sehe ich mich echt nicht. Nein, das war dann auch weiter. Noch ein Monolidschatten von Kiko und zwar ohne Farbe. Genau, das ist auch wieder so ein blau-lila Ton. Genau, ist auch wieder ein Mono, aber der geht auch weiter, auch wenn ich den schön finde. Ne? Also der sieht ganz nice aus. Ja, bisschen schwach auf der Brust ist der, also das, ne, aber wandert weiter. Das sieht hübsch aus. Ist das Rituals? Das ist Parfüm Givenchy. Och, guck mal. Ein Lippenstift in der Farbe 04. So. Der ist echt süß. Och, guck mal. Der ist ja fast aufgebraucht. Ich glaube, den brauche ich dir wohl auf. Der riecht nach nix. Ja, du, ne? Ich krieg den wohl dann am Boden. Ja, das ist dieser vertikale Swatch hier. Ne? Das geht wohl. Süß, da ist ja echt nicht mehr viel drin. Hier haben wir ein komplett neues Produkt. Le Parfumeur Wiesenflair Deo. Ach, guck mal, das ist cool. Ich hatte mir auch selber gesagt, dass ich gerne dazu übergehen möchte, auf diese Spray-Verpackungen bzw. Spray-Deos zu verzichten. Nicht Spray-Deos, sondern diese in Aluminium Sprayflaschen, weißt du, zu verzichten und dafür dann halt solche Plastik-Sprayflaschen oder was auch immer es gibt zu nehmen. Ja, und das hilft mir auf jeden Fall. Le Parfumeur, das ist auch irgendeine Marke, die mir bestimmt was sagen sollte. Und das werde ich mal riechen. Das ist noch komplett neu hier drin und oh mein Gott, ich krieg's nicht auf. So schaut das aus. Das riecht mehr nach einem schönen orientalischen mit frischer Hauchduft. Parfüm und weniger nach einem Deo. Das ist ja cool. Ohne Aluminiumsalze oder Farbstoffe, für alle Hauttypen geeignet. Ja, siehste? Batiste Trockenshampoo wandert weiter, weil ich kein Trockenshampoo verwende. Ich dusche jeden Tag mit Haare, weil ich das einfach mag. Flormar Nail
Enamel. Ja, das ist eine geile Farbe. Das ist Petrol, die bleibt. Nochmal Le Parfumeur. Gel Douche. Extravagant. Okay. Das extravagante Duschgel verspricht ein pflegendes sowie sanft reinigendes Dusch- und Dufterlebnis. Okay, da riechen wir doch mal dran. Oh, das ist noch komplett zu. Es riecht aber nicht gut raus. Also nicht so, dass ich das unter der Dusche mögen würde. Es riecht extrem orientalisch. Das mag ich nicht unter der Dusche haben. Da bin ich eher für süß. Dann haben wir hier noch ein Monolidschatten Bedhead Cybertropics Eyeshadow. Also ich habe ihr nicht explizit gesagt, dass ich keine Monolidschatten möchte, weil wenn ich Monolidschatten bekomme, wandern die weiter. Und es gibt genug Leute in meinem Umfeld, die sich darüber freuen. Deswegen ist okay. Oh, der ist aber richtig weich. Der fühlt sich schön an. Hat so ein schönes, zartes Rosa. Ich weiß nicht, ob man den auch als Highlighter nehmen könnte. Wenn man das hier so... Das sieht man nicht, ne? Man sieht es nicht, aber fühlt sich wundervoll weich an. Ich glaube, den könnte man fast schon als Highlighter verwenden. Wenn ich den jetzt hier mal so ein bisschen ausblende. Ne? Das sieht aus wie ein Highlighter. Das sehe ich schon wieder aus wie... Keine Ahnung. So, noch ein My Must Have Eyeshadow von Essence. Auch der wird weiter wandern. Purple Clouds. Hey, da hast du mir... Oh, guck mal. Auch das Parfüm mit reingelegt. Wiesenflair von Le Parfumeur. Das wird gerochen. Ach, guck mal. Das ist aber hübsch. Das ist hübsch mit so einem Herzchen dran. Ach doch, den Duft mag ich. Das riecht eigentlich ganz gut. Ja, der wird bleiben. Danke. Der ist echt schön. Ich habe dir übrigens auch ganz viel Parfüm reingelegt. Ich hoffe, dass eins davon dein Näschen trifft. Ich weiß es aber nicht. Also es wäre schön, wenn. Aber du hast mir auf jeden Fall ein ziemlich cooles Parfüm reingelegt. Das gefällt mir. Hier haben wir einen Monolidschatten und ja, das ist Kriolan, ne? Ich weiß, es ist eine gute Marke, aber ich mag einfach keine Monolidschatten. Das ist die Farbe Golden Pink. Wunderschöne Farbe. Wirklich, ne? Also die ist echt toll. Die ist klasse. Die ist, fühlt sich schön an. Wundervoll, ne? Oh. Ja, die ist toll, aber nicht meins. Fußbadkonzentrat, das wird behalten. Latschen, Kiefer und Papaya. Mhm. Fußbäder mache ich mir doch mal ganz gerne. Auch das wird weiter wandern. Manhattan Miss Miami Nice, ein Eyeshadow Quattro. Ja, krasse Farben. Richtig krasse Farben. Aber das wird weiter wandern. Ja, ich stehe eher so auf richtige Paletten halt, ne? Rival de Loup Young, das ist ein Lippenstift. Pretty Me ist die Farbe. Oh Gott, wenn das wirklich so pretty ist. Holla. Nee, oh, das ist mir zu pink. Ciao. Ach, guck mal. Du bist ja witzig. Warte, ich muss erstmal die ganzen Bommels hier wegmachen. Da hat sie mir doch einfach mal ein Glätteisen reingelegt. Ich habe glatte Haare, ich brauche kein Glätteisen, deswegen wird das weiterwandern. Aber meine Freundinnen werden sich bestimmt freuen, wer auch immer das haben möchte. Gönnt euch. So, was haben wir hier? Das wird auch weiter wandern. Von Balea eine Body Butter Milk and Coconut mit natürlichem Kokosextrakt, feinster Milch und Aprikosenkernöl. Ja, ich mag nicht so gerne Kokos. Deswegen darf die weiter wandern. Bin ich aber nicht böse drum. Was weg ist, ist weg. Dann habe ich eine Peel-Off-Maske von Balea. Die wird auch weiter wandern, denn ich habe einige Peel-Off-Masken hier. Genau, ja, wow. Aber es ist riesig, ne? Krass. Oh, da kannst du dir ganz viele Peel-Off-Masken machen und dir sehr, sehr oft deine ganzen Sachen aus der Haut rausreißen. Rival de Loup Young, Long-Lasting Eyeliner in der Farbe 05 Aquamarine. Das ist auch wieder ein schöner blauer Eyeliner. Aber wie gesagt, ich habe jetzt ja einen Eyeliner in Blau da. Da brauche ich nicht... Oh, wobei, das ist so ein schönes helles Blau, ne? Sieht man das? Das sieht schon irgendwie cool aus. Na, ich behalte den erstmal. Erstmal gucken. Ein Herz. Danke. Benefit, Benetim. Das ist wahrscheinlich ein Lip Tint. Okay. Ich mag diese Lip Tints leider nicht so gerne. Ich guck mal. Von Manhattan ein Lippenstift in der Farbe 920 Vintage Pink. Das ist dieser hier. Und ja, das ist so ein Ton, den ich wahrscheinlich schon zu mehrfach wie auch immer da habe. Aber der fühlt sich schön auf der Haut an. Den behalte ich erstmal. Nochmal von Max Factor ein Monolidschatten in der Farbe Burnt Bark. Ja, ne? Schöne Farbe. Schöne Farbe. Aber die habe ich auch in anderen Paletten mit drin, ne? Ja.
Bobby Brown. Metallic Longwear Cream Shadow. Oh, der wird aber, glaube ich, doch wohl mal getestet, oder? Doch, den werde ich erstmal testen, bevor ich den jetzt aussortiere. Der ist aber... Okay, der hat eine... Muss ich mal gucken. Ach, der sieht schön aus. Der lässt sich auch schön verblenden. Das ist hier dieser Swatch, ne? Doch, das ist schön. Den kann ich mir auch gut als Mono vorstellen. Sehr, sehr glitzerig. Ah, ich muss mal gucken. Ich weiß es nicht. Nein, der wandert weiter. Von Laura Mercier Vanilla Kiss. Ein Augenstift. Also auch wahrscheinlich ein Cream Eyeshadow. Ja, der wird auch getestet. Das ist halt so ein ganz normales Nude. So ein ganz normales. Die kannst du auch super als Base nehmen wahrscheinlich, ne? Dann habe ich hier ein Pigment von BM Beauty. Velvet Dawn. Ja, ist ein Pigment, wandert weiter. Von MIT Make-up. Ein Monolidschatten in der Farbe Nekt. Ist das die Farbe? Das weiß ich nicht. Steht hier hinten auf jeden Fall mit drauf. Ja, ist ein Mono, wird auch weiter wandern. Ist aber wirklich eine schöne Champagnerfarbe, ne? Ist wundervoll, aber es ist ein Mono. Das war's. Die Kiste ist leer. Ich finde, dass ich einen sehr, sehr guten Tausch gemacht habe, weil ich meine Make-up-Sammlung mal wieder etwas reduzieren konnte, gleichzeitig aber um schöne Produkte wieder aufstocken konnte. Ich glaube, mein Highlight ist wirklich dieses Parfüm, ne? Das finde ich eigentlich ganz toll. Ja, ansonsten schöne Produkte, sehr interessante Produkte, die ich alle testen werde, die ich mir jetzt rausgesucht habe. Die anderen werden direkt dann weitergegeben werden. Und ja, Mensch, Jenny, gerne wieder. Ich sammle weiter, wie immer. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Tauschpaketen, die ich gemacht habe. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und das vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!